found something. Buenos Aires International Airport this morning. Now watch this. Herald. Trail ends at the airport, but turns out that a top Providence operative owns a vineyard in the area. Don Yates, of infamous New York law firm Morgan Yates & Cohn. And get this, toasting his retirement party today. She's infiltrated them. She's sending a message. She needs my help. Could have fooled me. You don't know her. Anyway, if you're going after her, you'll need to deal with the Herald. Her name's Tamara Vidal, former CIA asset and political firebrand. She's a master of surveillance and the Constance's most trusted aide. She'll have eyes everywhere. You won't get far as long as she's in the game. Why are you telling me this? I thought you were out. Yeah. Old habits, I guess. Anyway, I need to go. See you around, 47. No, you won't. So, und damit willkommen zurück zu Hitman 3. Da sind wir wieder und es geht weiter. Und zwar dieses Mal auf einer schicken neuen Map. Wir müssen Diana Burnwood treffen, haben uns mal richtig rausgeputzt und schauen mal, was hier so geht. Auf jeden Fall wieder interessante Storywendungen am Ende der letzten Episode, die wir übrigens auch sehr bravourös beendet haben, wie ich finde. Ich musste gerade mal gucken, ob mein Mikro hier im Bild ist. So ein bisschen, ein klein bisschen, oder? Nein, da ist es. Da ist es weg. So, die wir wirklich bravourös beendet haben. Wie ich zumindest finde. Also alles, was ich so geplant habe, ist aufgegangen. Das war sehr schön. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier so reißen können. Es ist auch nicht mehr ganz so viel zu spielen. Von daher darf man gespannt sein. You got my message. You'd never get caught on camera. Not unless you wanted to be seen. So what's the play? You're not the only one who's been busy, 47. I'm this close to becoming the next Constant. I'll be able to dismantle Providence from the inside. Only one man stands in my way. Don Yates. That weasel was the partner's legal counsel for years. He's the top candidate. But remove him from the playing field. It won't work. If Edward suspects... I will convince him you acted alone. Retaliation for Gray. Trust me, I know what I'm doing. The Herald, Tamara Vidal. She has eyes everywhere, and they're all fixed on you. The plan won't work unless we take her out. She never leaves my side for long. Whatever your plan is, I'll help you if I can. You're sure about this? As sure as I'll ever be. Here, I got you an invitation, just like old times. Wie in alten Zeiten. Dann nehmen wir mal die Einladung ein, Ja, vielen Dank, Diana. Der Abschied in Mendoza, Argentinien. Auch wieder, wie jedes Mal, wenn wir hier ein neues Kapitel anfangen, was für ein Szenario. Also bis jetzt hat mich noch kein Level wirklich enttäuscht. Go on. Alle schön abwechslungsreich und einfach stilsicher immer getroffen. Und auch jedes Mal ein Spielplatz, um sich richtig auszutoben. Also wie gesagt, das Teil hier ist wirklich bestens dafür geeignet, es mehrfach durchzuspielen. So, wir haben ein paar Aufträge. Wir sollen nicht Diana eliminieren, sondern Tamara Vidal und Don Yates. Und wir gucken wie immer, auch wenn es vielleicht einige ein bisschen lame finden, ich finde es trotzdem interessant, einmal in die, ihr wisst, Herausforderungen, da haben wir eine Schierlingsnote. Servieren Sie Tamara ein vergiftetes Glas Pinot Noir. Das klingt gut.
Eliminieren Sie Don Archibald Yates durch Gattenmord. Häusliche Gewalt. Das klingt ja auch schon wieder sehr interessant, aber wie kriegen wir das denn hin? Yates mit einem Branson, okay, mit einem Mikrofon. Yates mit einem Stift. Yates mit einem Gartenhäcksler. Klingt auch gut. Tamara Vidal durch einen Stromschlag. Mit einem Trauben... Was? Eliminieren Sie Tamara Vidal mit dem Traubenbrecher? Alter, das ist übel. Eliminieren Sie beide Ziele durch einen Stellvertreter. Okay. Deshalb auch der Gattenmörder. Wir können wahrscheinlich irgendwie was aufdecken, dass Mutti hier ihren Alten umbringt. Interessant. Story-Mission. Die Besichtigung haben wir hier. Ziel im Blick und Überfluss. Wir gucken mal. Wie immer schauen wir uns erstmal um. Die ersten Sachen, die ich interessant finde, sind einmal das hier. Okay. Wir bleiben mal hier stehen. Vielleicht kriegen wir irgendwas mit, was uns hilft. The firm quickly amassed an impressive client roster, counting such corporate behemoths as Top Investment Bank, Milton Fitzpatrick and Van Orten Tobacco. Da oben ist auf jeden Fall schon mal einer von beiden. And dirty tactics, no doubt originating with the notorious affluenza defense of murderous socialite Chelsea Whitmore, has long stuck to their name. But despite the persistent outrage of progressives, the firm has enjoyed a seemingly never-ending streak of successes and legal triumphs. Okay. This, however, is changing. Just a few months ago, senior partner Ken Morgan. Wir hören uns das mal eben zu Ende an. Das könnte interessant werden. Übrigens, der Typ da vorne sieht ein bisschen so aus, als ob wir uns gut als er ausgeben könnten. Aber momentan brauchen wir es ja noch nicht. Die brennende Frage. Has Morgan, Yates and Cohn finally run out of steam? Man weiß es nicht. I am Pam Kingsley, reporting live from Mendoza, Argentina. Du, vielleicht werden wir einfach zu Pam Kingsley. Okay. Ma'am. Gut, das war das erste Interessante, was ich direkt gesehen habe. I'll get a picture later. Und das zweite Interessante ist dieser Wagen hier. Dürfen wir da einfach rein? Ja, ich gehe. Ich gehe. Nicht aufregen. Entschuldigung. Ich habe übrigens dieses Mal, man kann immer, das cutte ich ja jedes Mal raus, den Auftrag vorbereiten und dann kann man sich so ein bisschen aussuchen, was man mitnehmen will. Ich bin meistens immer mit dem Standardkram losgegangen, was ziemlich dumm war. Ich habe dieses Mal direkt den Dietrich mitgenommen. Könnte hilfreich sein, weil der Dietrich fehlte uns oft in den anderen Aufträgen, die wir so bestritten haben. Was haben wir hier? Ich wollte gerade sagen, der Toilettenwagen. Mr. Yates asked me specifically to bring him these documents. You don't want to keep Mr. Yates waiting, do you? What are you? Some kind of office clerk? I am a junior partner with Morgan, Cohn, the most powerful law firm on the continent. Der Typ da. Now enough of this foolishness. Let me through. Okay, I'm just messing with you. Da haben wir auch direkt Informationen gekriegt. Der Juniorpartner, Don Yates, hat dringend einen Juniorpartner von Morgan Yates, Yates and Cohn zum Anwesen beordert. Aaron Ford Jr., der Anwalt, der zuvor schon Alexa Carlyle in Thornbridge Manor unterstützte, bevor diese starb, hat eine Akte mit wichtigen Dokumenten bei sich und soll Yates persönlich treffen. Den schnappen wir uns. Dürfen wir hier einfach durch? Darf man da nicht rein? Okay. Back to real life. Fuck. Wir dürfen da nicht rein. Da ist uns ja schon die große Chance eigentlich entgangen. Reden wir nicht drüber. Aber den Typen, den muss ich mir holen.
Weil wenn der wichtige Akten dabei hat, dann könnten das genau die Akten sein, die wir brauchen. Wir hören uns jetzt auch das Gespräch da unten nicht mehr an, haben wir ja schon gehört und das gab ja auch keine zusätzlichen Infos oder so. Aber wir kaufen uns den Typen da gleich. Und dafür speichern wir jetzt auch mal direkt. Ihr kennt das, ne? Was muss, das muss. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal hier ganz vorne an mit der Speicherei. So. Eben war der nicht ganz alleine hier. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Also wir machen gleich nochmal einen Doppelspeicher, den Super-Safe-Speicher. Wir wären da mit Sicherheit auch anders reingekommen, aber ich will irgendwie diesen Typen hier sofort eincachen, nach Möglichkeit. Eben stand er hier. Ich befürchte, er geht jetzt direkt... Nee, er kommt hierher. Okay. So. Sicher, sicher. Der Vielspeicherer. Ich benenne meinen Kanal einfach um. Hallo? Ich hätte ihn da reinschubsen können. Verdammte Axt. Okay. Egal. Wir kommen auch so rein. Weil ich glaube, hier im Beet vermisst den keiner oder findet den keiner. So, meine Damen und Herren. Mein Name ist Morgan... wie heißt ich noch hier? Dingsbums Junior. Wir nehmen das da. Und das da. Infogegenstand erhalten. Mal gucken, was wir da haben. Rechercheakte. Die Dokumente des Junior-Partners aus dem Archiv von Morgan, Yates and Cohn. Es handelt sich um Informationen, die Don Yates angefragt hatte, die nun zu einer detaillierten Akte über den Tod mehrerer bekannter Klienten von Morgan, Yates and Cohn zusammengetragen wurden. Alles verstorbene Providence-Agenten. Alles ehemalige Ziele. Okay. Interessant. So, wir hätten natürlich hier auch erstmal an der Party teilnehmen können, aber das war ja jetzt die große Chance. Ich habe noch illegale Gegenstände dabei. Ich habe, verdammte Axt, was liegt da denn rum? Haben wir aber schon eine Einladung. Ich muss irgendwie, nochmal eben einen Mülleimer finden, wo wir die Waffe lassen können. Oder aber wir machen es so. Wir gehen hier hin. Ich denke mal, dass das hier geht. Und da lassen wir die einfach fallen. So. Ah, da wäre auch ein Mülleimer gewesen. Naja. Lattenhagen, da wird keiner hingehen. Und wenn, fliegen wir eh auf. Also. Natürlich, natürlich. Ja, Security Sheet. Jo. So. Ich bin super sauber. Da haben wir eigentlich einen leeren Koffer. Einen komplett leeren Koffer. So, Durchsuchung überstanden. Dann wird es ja ab jetzt richtig interessant. Was liegt da oben im Baum? Was ist das? Das ist ein Vogelnest. Würde ich jetzt mal sagen. Da ist eine Axt. Da ist ein Ziegel. Damit kann man wahrscheinlich, schätze ich jetzt mal, die Wachen ablenken, indem man die Vögel da aufscheucht. Müssen wir ja aber nicht. Ich denke mal, wir wären auch, guck mal, da hinten irgendwie durchgekommen. Was ist das denn da hinten? Ah, diese Tanks da. Ganz viel interessanter Kram. Aber ich würde sagen, wir treffen erstmal Mr. Yates. Oh. Ja, gehen wir nochmal so hin. Wir sprechen den Gaucho mal an. Ah, so geht's. Natürlich. Oh, geh du mal vor. Oh, da unten ist jemand, der uns erkennt. Also am interessantesten von allen Methoden, die wir da eben so gesehen haben bei den Herausforderungen, ist natürlich die, dass seine Frau ihn tötet. Königsdisziplin wäre natürlich jetzt beide. Ne? Wir hatten ja hier
Gucken wir noch einmal eben kurz rein. Wir hatten ja ganz hinten hier, da, stellvertretend, dass beide Ziele durch einen Stellvertreter eliminiert werden. Das muss ja gar nicht sein. Das muss ja nicht sein, aber den Yates, den Don, den würde ich schon gern von seiner Frau ausgeschaltet sehen. Oh, Kacke, da unten erkennen uns viele, viele Leute. Da ist eine Olle. Das ist ja schon mal interessant, hallo. How are you today, sir? Ja, super. Okay, let's hear it. What? You didn't even unpack yet? Christ, join the game, Aaron. I'll be back. You can set up your shop in here. Mr. Yates will be right with you. Mr. Yates ist schon da. So. Akte platziert. Na, hoffentlich war das jetzt nicht wieder buggy, dass er direkt hier war. Wo ist er denn jetzt hin? Oh, eine Stradivari. Das wäre natürlich auch lustig, wenn wir ihm die über den Kopf ziehen. Warte. Tut mir leid. Oh, was? Wie hat er das denn mitbekommen? Ach, Kacke. Und jetzt haben wir so lange nicht mehr gespeichert. Das ist ja doof. Ich hätte ihm den Koffer nicht über den Kopf ziehen sollen. Das war ein bisschen laut. Aber ich bin sowieso ein bisschen skeptisch, ob das gerade alles so seine Richtigkeit hatte, dass der Yates eben schon direkt in dem Raum stand. Deshalb machen wir das hier jetzt mal eben auf schnell, den Gaucho ansprechen. Don Yates is expecting me. Okay, right this way, Mr. Ward. That's it. One foot in front of the other, and goodbye forever. Okay, right this way, Mr. Ward. Gut, so, haben sie sich wieder beruhigt. Jetzt machen wir mal nicht so schnell, sondern laufen ihm hinterher. Wir haben auf jeden Fall schon seine Frau gesehen. To a small get-together in his wine cellar during his own retirement party. What's this to you? Right. I forgot. You're from the city. Ah, erzählen die was Interessantes? Was haben wir hier? Eine Fackel könnten wir nehmen. You look like a lawyer, all right. You got that killer instinct. Oh ja, gift. Den habe ich. Okay, jetzt ist der Yates auch nicht in dem Gästezimmer. Das war ja eben dann doch ein bisschen seltsam, ne? Wobei, er ist auf dem Weg. Er ist auf dem Weg. Vielleicht können wir das jetzt mal eben hier auf die Schnelle machen, bevor er reinkommt. Platzieren wir hier direkt die Akte. So. Zack. Auch wenn man sie immer noch nicht sehen kann. Und jetzt kommt er rein. Ich glaube, das ist passender. Ja. So, da ist er. Der Don. All right, you're on the clock, Aaron. Dazzle me. What do we got on Burnwood? She's an orphan. Parents killed by one of our clients, Blue Seed Pharmaceuticals. The experience taught her to seek justice outside the system. Would you like me to go through her records? They're quite extensive. Well, somebody did their homework. No, just her involvement in the 1% killings. Starting with our clients. Details, please. The gorier, the better. Well, here's one that might interest you. Janus, a retired KGB spy master, is eliminated in his adopted hometown of Whittleton Creek, Vermont, along with his bodyguard, a former Secret Service agent. The methods in question are quite ingenious. Also ganz einfach wäre es natürlich, wenn wir ihn hier direkt ausschalten. Renowned rock star Jordan Cross is assassinated along with Morgan Yates and Cohn's senior partner Ken Morgan, Cross's legal representative. Oh, I'm terribly sorry, Mr. Yates. I don't suppose you'll want to see that. Nevertheless, I have the details right here. Good work. Keep it up, Aaron. Ja, machen wir. So. Er geht jetzt raus.
Jetzt speichern wir mal eben. Ich bin ja immer noch nicht ganz ab davon, den Wachmann hier irgendwie auszuschalten. Wenn ich den Koffer nur mal irgendwie wegbekommen könnte. Okay. Wir verkleiden uns mal eben, damit die Verkleidung hier direkt liegen bleibt. Na komm, nimm ihn. Und beseitige ihn. So, dann können wir uns nämlich im Zweifelsfall auch wieder als Anwalt verkleiden. So. Zack. Ja, ja, hallo. Das war knapp. Ey, die da unten erkennen uns auf jeden Fall. Egal, was wir tun. Kaiserliches Filigranei. Ist, glaube ich, auch eine Kill-Methode gewesen, die wir nutzen können. Okay, ich würde sagen, wir... Erkennt er uns? Nein. Was hat er da gerade erzählt? Oh, da draußen ist eine Wache, die uns erkennt. Aber ich glaube, der bleibt draußen. Wir gehen jetzt einfach erstmal hinterher. Und versuchen noch mal ein paar Infos zu bekommen. Hallo? Und guck mal, als Anwalt wären wir hier, glaube ich, nämlich nicht durchgekommen. Von daher war das so schon ganz richtig gewesen. Hier ist auf jeden Fall seine Frau. Mr. Edwards, Don Yates, I have received your letter. I merely called to express my regrets that you were not able to make it to the party. Rest assured that I will extend our new herald the warmest of welcomes. A most shrewd and sagacious move on your part, bringing her into the fold. I have the utmost confidence that Miss Burnwood will prove a valuable addition to the group. Feel free to call me at your leisure. Ganz ehrlich, das bietet sich gerade so krass an. Wir könnten ihm einfach den Kronleuchter auf den Kopf fallen lassen. Richtig easy peasy. Wo muss der denn ungefähr stehen? Da. Ah, da kommt sein Schätzilein. Fuck. Ah. Zeugen sind nicht gut. Zeugen sind einfach nicht gut. Ah. Wir bleiben mal dran. Wir bleiben dran. Wir gucken uns hier nochmal ein bisschen um, ob wir hier was machen können. Da gibt es nochmal Schlüssel. Autoschlüssel der Yates. Können wir vielleicht für die Flucht gut gebrauchen. Und hier haben wir nochmal... Oh, was haben wir da? Tödliches Gift. Warum hat man sowas denn im Schlafzimmer? Man weiß es nicht. Okay, weg damit. Ah, da hätten wir es... Moment. Dann schaffen wir es vielleicht nicht, ihm über seine Frau das Leben auszusaugen. Aber ich finde die Variante mit dem Weinchen auch ganz gut. Ist natürlich wieder alles sehr einfach gemacht von mir mit dem Neuladen und so. Aber es ist, wie es ist. So. Nein! Ah, fuck, ich hab mich verklickt. Ah, das kommt, wenn man Wurstfinger hat und die Taste nicht trifft. Spielen einmal noch laden. Einmal machen wir es noch. Müsst ihr jetzt durch. Dass eine Tastatur auch immer so viele Tasten haben muss. So. Diesmal pimmeln wir nicht lange rum. Ich weiß gar nicht, ob er... Ich glaube, die Frau hat nur einen Wein getrunken. Wir versuchen einfach mal unser Glück. Mit dem Zettel hier kann man nichts machen. Wir vergiften die Frau. Okay. Wir gucken mal, was passiert. Wir gucken einfach mal, was da jetzt passiert. Das habe ich so nicht geplant.
Was kann man mit dem Kalender machen? Kann ich nehmen. Infogegenstand erhalten. Warte mal. Auf einem Kalender von 2021 aus dem Haushalt der Yates wurde ein Datum eingekreist und darunter Kristallhochzeit geschrieben. Okay, bevor hier gleich die Hölle abgeht, würde ich sagen, nehmen wir erstmal alle Schlüssel mit. Kellerschlüssel haben wir, glaube ich, schon. Jawohl. Und warum hängt da eine Axt an der Wand? Naja, egal. So, wir beobachten das Ganze jetzt mal. Vielleicht ist das hier auch gerade das Gespräch, was uns näher an das Rätsels Lösung bringt. Das ist unerheblich, Liebling. Geil wäre auch, wenn sie ihm jetzt den Wein anbietet. Dann hätten wir es auch. Keiner trinkt den Wein. Oder? Doch, er trinkt den Wein. Diddlidim. Okay. Okay. Gut. Das war easy. Propanglas-Gasflasche fehlt. Es gibt wieder so viele Wege. Jetzt haben wir... Okay, warte mal. Wir gucken mal eben ganz kurz rein in die Herausforderung. Ich glaube, das war jetzt... nee, das war es nicht. Schade. Das hätte ich noch sehr interessant gefunden. Aber... Was willst du machen? Ich fand's so jetzt irgendwie auch ganz nett. Weg ist weg, tot ist tot. Und wer einen vergifteten Wein trinkt, hat ja auch selber Schuld. So. Die soll jetzt erstmal mit den Wachleuten da... Oh, Kacke, der da erkennt uns. Gut. Dann machen wir hier schnell die Biege. So. Gehen mal wieder hier ins Gästezimmer und werden vielleicht schnell wieder zum Anwalt. So. Und nehmen den das hier mit. So. Oh, und vielleicht sollten wir die Waffe nicht auf dem Rücken tragen. So. Okay, das sieht gut aus. Da, jetzt erkennen uns zumindest die da oben nicht mehr. Gut, gut. Nicht ganz so, wie ich es mir erhofft hatte. Aber beliebige Methode. Hätte besser laufen können. Hätte besser laufen können. Aber das hat sich einfach dieses Mal so geil angeboten und das musste man mitnehmen. So, wir müssen jetzt nur noch die gute Tamara Vidal ausschalten. Das machen wir aber nicht in dieser Ausgabe, sondern in der nächsten Episode. Also an der Stelle... Jetzt habe ich voll den Hänger gehabt. Also, zu guter Letzt, wenn es gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen. Wenn nicht, dann auch. Ja, und wenn ihr es noch nicht getan habt, vielleicht mal abonnieren. Ne? Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.